Weg! Verpiss dich! Halt! Nico, halt, hast du sie! Mann, lass mich los, Mann! Ja, wir haben den Auftrag gehalten, uns um eine Werkstatt zu kümmern, die ihre Kunden prellt. Aber mehr Details haben wir jetzt erstmal nicht. Der Mann hat uns gedrängt, jetzt erstmal herzukommen. Tja, was will er sagen? Vielleicht ist er der da unten. Ja, sieht schon aggro aus. Ja, ja. Natürliche menschliche Geste. Herr Gärtner? Oh. Taschen, Stahl mein Name. Digital Stahl, mein Ermittler. Geiles Auto. Hartmann Fuchs. Ja, tut sein Zeug. Die sind aber nicht original, ne? Boah, frag mich nicht. Ich weiß, wie ich bezahlt habe. Die Karre interessiert mich nicht. Leute, ich habe so eine Krawatte. Gut, dass ihr kommt. Ich fühle mich von meiner Vertragswerkstatt so was von beschissen. So irgendwie, da ist irgendwas im Busch. Das kann nicht sein. Ich schraube jeden Tag an mein Auto rum. So. Das kann gar nicht. Nein, das geht überhaupt nicht. Wo ist dein Auto? Du schraubst jeden Tag rum. Das ist gerade in der Werkstatt so. Die haben wir da behalten. Jetzt haben die mir einen Kostenvoranschlag für 10.000 Euro gegeben. Angeblich wegen Motorschaden. Aber ist das Auto insgesamt wert? 15, aber das kann nicht sein. Was ist das für eine Karre? Golf GTI, R32. R32? Ja. Da steckt schon gut Geld drin. Das ist ein schönes Ding und so. Ich schraube bei jeden Tag. Jungs, ich will euch ja ungern unterbrechen. Können wir wieder aufs Thema kommen? Weil ihr könnt ja dann irgendwann mal auch nochmal fachsimpeln. Aber hier geht es darum, dir scheint man im Endeffekt Kohle aus der Tasche zu leiern. Gibt es da noch andere Opfer? Weißt du irgendwas schon? Ja, pass auf. So, ich habe mich ja bei anderen Kunden hab ich mich schlau gemacht. So, und da sind Ungereimtheiten. So. Die haben vorher gar nichts gehabt und auf einmal kommt ein ganz dicker Schaden so, mit einer dicken Rechnung. So. Ich das war vorher nicht gewesen. So. Und die Kunden sind auch. Und dann habe ich auch eine Bekannte, die Susi Milke, die hat genau das Gleiche gehabt. Und die bringt ihr Auto. Ich habe da eine Adresse, so, die kann ich euch gleich geben. So. Genau. Weil wir müssen schon mit mehreren Tatopfern da sprechen. Kann nicht sein. Ja, pass mal auf, du nimmst einfach mal hier deinen Hobel, wobei ich der Meinung bin, okay, den müssen wir aber erstmal durchchecken lassen und vor allen Dingen mach mal bitte sauber, das Ding sieht ja aus wie eine Dreckshöhle. Ja? Und dann lassen wir das Ding mal komplett durchchecken, dass da wirklich alles in Ordnung ist. Und dann werden wir mal kicken, dass wir an bestimmten Ecken am Motor einfach mal eine Schraube wegnehmen, dass der Motor ein bisschen klappert. Ja, also sowas, dass jeder Facharbeiter das sofort feststellen würde. Und wenn die dann auf immer ankommen und sagen, hey, Alter, das ist ein Totalschaden oder was auch immer, dann wissen wir, die haben ein Ding an der Glocke und die wollen uns Bescheid. Können Sie mal gucken, wie das so ein R32 kriegt. Haben wir. Omas die Batterien klauen. Haben wir. Ja, wir sind beauftragt worden, herauszukriegen, ob so eine Werkstatt hier mit so einer Abzockmasche arbeitet. Im Endeffekt Autos, die noch ganz sind, irgendwie kaputt macht, so ja, mutwillig. Und dann hinterher zu kommen und sagen, du, kostet mehr, kostet richtig viel mehr. Nee, die sind... Hallo? Guten Tag, Frau Milke. Ja. Fuchs und Hartmann von der Detektor Stahl. Ja. Sie haben telefoniert. Können wir reinkommen? Hallo, ja, kommen Sie rein. Ja, okay. Warte mal, ich bin... Ja. Nee, du, ich rufe dich später an, ja? Tschüss. Herr Gärtner sollte Ihnen ja Bescheid gesagt haben, dass wir vorbeikommen. Dass wir mit Ihnen über die Fälle mit der Werkstatt reden. Ja, ja, der Ingo hat mir Bescheid gesagt. Kein Einzelfall war, ne? Ja. Sondern dass Ihnen das wohl auch passiert sei. Mir sind noch ganz andere Sachen passiert, wie Sie hier sehen. Chaos pur. Hier wurde eingebrochen. Ich bin vorhin erst aus dem Urlaub zurückgekommen. Deswegen, entschuldigen. Haben Sie die Polizei schon verständigt? Ja, die sind vor 10 Minuten weg. Ja. Wie gesagt, schauen Sie noch mal nach. Mein Kollege gibt Ihnen eine Visitenkarte von uns. Melden Sie sich, wenn Sie die haben. Ja, ich bin ja noch da. Ja, okay, teilen Sie uns das mit. Ich melde mich jetzt. Also, es tut mir echt leid. Also, nee, wir lassen Sie das auch. Aber wir düsen jetzt los. Ne? Wenn Sie noch was wissen, ne? Und mit der Rechnung bitte anrufen. Wir uns jetzt hier nicht so frei bewegen können, müssen wir natürlich den Ton aus der Distanz holen, ist klar. Seid halt mal ein bisschen umgekehrt. Komm, er diskutiert mit denen, genau. Betrug! Was für ein Betrug, Junge? Hier,
Junge, Ersatzteile 2000 Euro. Erstmal mal meinen Kopf auf. Guck dir mal die Rechnung an, du hast einen Motorschaden, was erwartest du? Das ist ganz klar Abzocke, das kann auch nicht sein. Ey, Digga, nimm mal die Spritze aus dem Arm, was denkst du denn? Was für ein Müll? Sie streiten sich um eine zu hohe Rechnung. Hallo, ich bin der Werkstattmeister. Hallo, ist auch ganz gut, ganz gut. Abzuziehen. Der schlichtet. Der schlichtet. Ersatzteile, das kann ja wohl nicht sein. Zeig mal, ja. Nein. Was haben wir da drauf? Warte. Die beiden kacken voll rum, das ist alles richtig berechnet, bla bla bla. Guckt euch das mal an. Nein, ihr habt doch irgendwo einen Fehler drin, ihr habt doch was verwechselt. Guckt euch das bitte nochmal an. Ich würde sagen, Moment, wir gehen mal in mein Büro, wir klären das. Ich gebe noch auf die Rechnung ein bisschen Rabatt. Wir gehen ins Büro, wir trinken Kaffee. Jetzt habe ich noch gerade eben gehört, der Chef von der Werkstatt will mit dem Kunden noch mal ins Büro und will über den Preis verhandeln. 10% irgendwie drücken. Mensch, Jungs, nehmt den. Bisschen runter. Sie habt doch irgendwo was. Wir haben gerade gesehen, ob das mit der alten Rechnung, haben wir da irgendwas. Ja, mehr brauchen wir hier eigentlich nicht. Weißt du was, da komme ich morgen einfach mal her. Lass mal mein Auto durchchecken. Ja, das ist irgendwas mit dem Getriebe, keine Ahnung. Irgend sowas, aber hier hat es keinen Platz für mich. So, wir müssen jetzt auch wieder los hier. Na du? Ja, servus. Servus, Señorita Mamacita. Ja, wie genau. Wie können wir dir weiterhelfen? Und zwar, ich habe ein Problem mit meinem Auto. Der ruckelt vorne drin. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ja. Ich meine, der ist ja neu, ne? Also, okay. Wo genau ist das Problem? Ja, wenn ich irgendwie umschalte, in der Schaltung also? Ja, irgend sowas, ja. Ja, gucken wir uns direkt an. Da klackert es vorne. Gucken wir uns direkt an. Geh mal die Gänge durch, machen wir Motorhaube auf und dann checken wir das. Geht ruckzuck. Also, irgendwas klappert vorne bei ihr im Wagen vorne. Gehen auch gleich drauf ein, machen gleich schon die Motorhaube auf, wie wir sehen hier. Aber sind schon anzüglich, ne, wie sie reden. Passt alles, also. Wie, es passt alles? Das kann doch gar nicht sein. Das ist, irgendwas keine klackert Ahnung. Doch da. Ist da was locker? Ne, hier beim Schalten war auch alles okay. Also ich habe auch nichts gemerkt. Die Züge sind alle fest und also von daher passt alles. Also ich weiß nicht, vielleicht kann es auch sein, dass irgendwie Vorführeffekt Dreck drin ist oder Vorführeffekt, wie er schon sagt. Aber ja, eigentlich passt alles mit dem Auto. Unser Auftraggeber wird nach Strich und Faden verarscht. Bei einem Typen, der sogar Ahnung hat. Jetzt schicken wir hier Sandra hin, die gar keine Ahnung hat und sie wird nicht verarscht. Was ist das denn? Solltest du nächste Zeit in Urlaub fahren? Wir haben auch einen kostenlosen Urlaubscheck. Das heißt, wir prüfen deine Reifen, Bremsen, prüfen das Auto auf Herzen. Ja, nicht, dass du auf halber Strecke stehen bleibst. Ne? Stell dir mal vor, bist du auf der Autobahn, irgendwie einen platten Reifen oder was weiß ich. So. Na, das wäre ja schlimm, ne? Kostenlose Aktion. Echt, das kostet mich dann wirklich gar nichts. Machen wir neu im Angebot. Jetzt haben wir mal ab hier, die werden nämlich gleich den Wagen hinterher gucken, die sollen uns nicht sehen hier mit Kamera und alles. Komm. Also Leute, ganz ehrlich, das ist ja wohl das absolut Untypischste, was ich jetzt erwartet hätte. Ja, bei sowas müssen wir natürlich als nächstes den Auftraggeber benachrichtigen, das ist ganz wichtig. Wir müssen das Gespräch halt haben, die Fakten zusammentragen, ganz klar. Und dann wollen wir mal sehen, warum er vielleicht eventuell einfach nur zu hysterisch mit der ganzen Sache hier umgeht. Meine liebe Pam, was hast du denn rausgekriegt? Was hast du rausgekriegt mir über den Roman vor allen Dingen? Was ist der für ein Mann? Also in seiner Freizeit engagiert er sich in so einer Organisation für die Resozialisierung von Strafgefangenen. Was? Ja. Der beschäftigt auch zwei Ex-Knackis bei sich in der Werkstatt. Okay, will ich erstmal einsetzen. Also ganz ehrlich, ich meine, damit habe ich auch zu tun. Das ist eigentlich eine positive Sache. Eigentlich ein guter Charakterzug, hier Menschen noch eine zweite Chance zu geben. Die beiden Knackis aber, da hätte ich ganz gerne, was hast du da? Ja, also zum einen gibt es den Martin, den Björn. Also der Björn, der saß wegen einem schweren Raubüberfall. Hey. Ja, und der Martin wegen Diebstahl. Schweren Raubüberfall, das ist schon eine krasse Nummer. Okay. Auf jeden Fall. Alles klar. Also, aber beim Roman ist gar nicht, der hat eine weiße Weste. Ich rufe mal die Susi an. Mhm. Ich meine, bei der wurde eingebrochen als Urlaub. Ich rufe sie. Warte mal, ich mach mal weiter, ich komme gleich wieder. Ich rufe die mal kurz an. Ich kann mir jetzt ganz ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Mann da so eine Leute beschäftigt und dann so ein linker Hund sein soll und ihnen hier Kohle aus der Tasche leiht und ihm vielleicht Zucker in den Tank macht. Das kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, woran das liegen würde. Ich meine, gute Kedi, die beiden Schwerkriminellen. Ich meine, dass die das doch viele in eigener Regie machen, aber er schaut ja als Letzter über die Rechnung. Also ich meine, da wird er auffallen. Du, hier, ditte, Kostenvoranschlag ist so und die Rechnung ist nachher so. Da müsste er schon mit drin hängen. So Leute, wir haben es. Sie hat diesen Urlaubscheck tatsächlich gemacht. Wie, willst du mir erzählen? Und derzeit, wie sie den Urlaubscheck gemacht hat, ist die Frau hat ihn gemacht und im Urlaub wurde eingebrochen. Hammer. Alles klar. Herr Gärtner, das nutzt ihn vielleicht im ersten Moment nicht. Nee. Das müssen wir hier gerade feststellen.
Da ist eine Masche am Gange, die räumen auf die Art und Weise, die holen sich über diese Informationen den Kunden, die wissen ja, wo sie wohnen, etc. Und dann checken die ja, wenn jemand hinkommt, wann die einen Urlaub fährt, ja, ist ja jetzt auch genau wieder Urlaubszeit, und dann fahren die dahin, sehen, wo der wohnt, die wissen, ahahaha, und dann gehen sie dann räumen die Buden aus. Das ist der Springende. Einer, der Diebstahl macht, Mitläufer, und einer schwer raubt, Anführer. Das läuft hier. Ja. Passend auf, Herr Erdner. Ich weiß, das hilft Ihnen jetzt nicht, aber ich will natürlich im Endeffekt sehen, dass jetzt vor allen Dingen diesen Leuten ein Handwerk gelegt wird. Da habe ich eine Idee. Nico, pass mal auf. Ja. Du tust mir mal einen Gefallen, du nimmst deine Karre, und jetzt müssen wir uns, jetzt natürlich müssen wir richtig vorgehen. Denn ich sag mal, zumindest der mit einem schweren Raub ist kein Dummer, mit Sicherheit nicht. Die würden sofort den Köder riechen, wenn wir da irgendwas jetzt falsch machen würden. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ja, ich bin Urlaub steckt. Woher wisst ihr denn? Nein, du sagst, du kommst von unseren Püppchen hier, die mit dem Getriebeschaden, wo sie dachte, es ist ihr Getriebeschaden, dann wissen die, haben sie doch einen Urlaubscheck an den Boden. Und das passt jetzt zu, weil ich will nämlich genau jetzt im Urlaub fahren und ich hätte gerne so ein Ding. So, und dann sagst du, und dann werfen wir mal deine Adresse ab, und dann wirst du sagen, du wohnst hier schön im Edelviertel etc. Und dann riechen die sofort die Marie, und dann wollen die Kohle machen. Wollen wir deine Wohnung anbieten? Dass wir den richtig wir machen den richtigen Köder, wir müssen deine Wohnung anbieten, sonst fahren sie ja nicht hin. Folgendes. Meine Freundin war hier und die hat mir, die hat sich letztens ja auch mal ein bisschen was machen lassen, hat mal ein bisschen nachgefragt. Okay. Die hat mir erzählt, ihr macht hier sowas wie einen Urlaubscheck. Ja, ist das richtig? Wir machen, prüfen das komplette Auto, das heißt auf Herz und Nieren machen Reifencheck, Bremsklötze werden nachgeguckt, Bremsen, Gangschaltung, alles Mögliche. Also gar kein Thema, alles kostenlos. Für die Kunden müssen halt nur wissen, wie lange du weg bist, Straße und so. Er interessiert sich natürlich jetzt auch dafür, genau, dass es nicht so lange dauert, diese Überprüfung, wie lange die Kunden weg sind, wann sie es machen können. Achso, ihr braucht nur Anschrift und wie lange ihr weg seid. Ja, klar. Also, dann würde ich sagen, brauchst du lange? Nee, das machen wir ruckzuck, das geht eigentlich ganz schnell. Wie gesagt, ich guck halt nach den Reifen, nach den Bremsen, alles. Sehr schön. Wie gesagt, schicken wir dir auch ab und zu mal so Angebote vorbei, und was sind das hier da weißt du Bescheid, wegen Urlaubscheck oder sonst irgendwas, also das ist gar kein Thema. Ah, jetzt werden Formalitäten geklärt, aha, sehr schön. Also wie gesagt, am besten ein, zwei Tage vorher anrufen, ich fahre dann in Urlaub und so lang und dann... Nico hat jetzt die Adresse aufgeschrieben von unserer fiktiv angemieteten Wohnung. So, wisst ihr was, was mir richtig auf den Sack geht, ist die Tatsache, ich habe bei Permann gerufen und habe mal wirklich jetzt mal, obwohl ich mir eigentlich schon das Gefühl hatte, dass er eigentlich okay ist, der Roman, einfach nochmal abchecken lassen. Du, ganz ehrlich, das ist ein Typ, der hilft ehemaligen Strafgefangenen etc. Ich helfe auch gerne so einen Menschen. Aber wenn du dann mal wirklich so eine Arschgeigen habt, die Scheiße auch noch ausnutzen, der sieht mir richtig in den Hals. Ich will, dass ihr da dran bleibt. Ja, bleibt mir an dem verschissenen Mechaniker dran, dass wir den auf frischer Tat ertappen. Und dann, wie gesagt, machen wir einen Zugriff und dann hole ich den Roman dazu. Die sollen sich vor ihm beantworten, die sollen ihn ins Gesicht kicken. Also Gegenüberstellung. Ich will das, dass die ihm ins Gesicht kicken und erklären müssen, warum haben sie das gemacht, dass der Mann einfach seinen Frust los wird und damit die einfach mal in die Hirnwäsche kriegen. Ja, das wird wahrscheinlich bei dem Scheißdreck nicht funktionieren, aber machen wir so. Okay, cool. Alles klar. Ja, wir verfolgen jetzt hier die beiden Mechaniker, einfach um einfach mal dran zu bleiben, weil der hat sich ein bisschen sehr dafür interessiert, wo ich Urlaub machen will, vor allem auch wie lange, und fahren in die Zielstraße. Sehr schön. Hält an. Ich steig aus. Ich rufe gerade an. Bist du dran? Wunderbar. Pass auf, wir haben die beiden jetzt verfolgt, die beiden Mechaniker. Schön mit Brechstange, den ganzen Schall schön in schwarz, Kapuze, alles auf und gehen jetzt zu unserer Zielwohnung. Wie wirklich? Ist so, ja? Ja. Ist doch perfekt, klappt doch bestens. Und genau jetzt machen wir das. Die sind vorbereitet, die wollen jetzt einen Bruch machen. Pass auf, Nico. Ihr beide haltet euch zurück, ihr macht jetzt gar nichts. Die sind jetzt reingegangen, pass auf, die sind reingegangen, wir müssen hinterher. Bleibt dran, aber ich bin auf dem Weg. Alles klar. Bevor ich da bin, okay? Alles klar. Hast du ihn? Sandra! Und vor! Weg!
Verpiss dich! Halt! Nico, halt, hast du sie? Oh, Mann, lass mich los, Mann! Ich bin da! Bleib ruhig! Wichser! Komm runter! Was willst du? Was? Wer ist hier nix? Was ist hier nix? Du Arsch! Was, was ist hier los, sag mal? Was hab ich euch gesagt? Ja. Was hab ich dir gesagt? Los, Mann. Es waren ja nur zwei. Halt jetzt mal! Verdammt, Mann! Es waren nur zwei? Es waren nur zwei? Ja. Es können auch nur zwei Leichen sein, die im Sarg liegen. Ich hab dir gesagt. Du machst nichts ohne mich. Genau. Nichts ohne mich. Guck dich doch mal an, du Affe. Uga, Uga. Okay, dann bin ich gleich. Hallo, Mann. Hast du die Polizei informiert? Alles klar. So, jetzt komm zur Ruhe. Jetzt komm zur Ruhe. Mann, Junge, Alter. Kannst du mir mal sagen? Hörst du mir was? Kannst du mir mal sagen? Wieso du das nicht verhinderst? Ja, was soll das? Ja, zwei. Das hat gepasst. Wir mussten was machen. Ja, klar. Ich werde auch auf jeden Fall noch mit ihm reden. Ich will, dass du hier einfach mal für deinen Frieden. Was nicht, Junge? Was los, Herr Werdenhans? Komm jetzt hierher, jetzt hier! Alter, was haben wir das jetzt hier drin? Komm her, was schau mal her. Was ist denn hier? Du bist Willis oder was? Komm her. Sag was! Du sollst was sagen! Hallo! Sag mal, ey, Jungs, was geht denn hier ab? Was habt ihr hier gemacht? Ja, was soll denn das sein? Die haben dich ausgenutzt. Einfach mal richtig schön ausgenutzt. Sein. Die haben dein Geschäft benutzt, um für ihre kriminelle Handlung Kunden zu suchen. Also wir wissen definitiv nicht, ob das schon des Öfteren bei Ihnen in der Werkstatt passiert ich ist. Ich weiß nicht, wie viele Kunden da verarscht wurden. Ich kann nur sagen. Ja, dass da irgendwas faul ist, das habe ich auch schon gemerkt. Also dieses Urlaubscheck, den Sie anbieten. Ja, ist mir spanisch vorgekommen. Haben diese zwei natürlich immer rauskriegen können, wann diejenigen... Die Polizei kommt auch schon, das ist sehr schön. Hakt ihn ab, aber glaube mir, es gibt auch genug andere, die im Knast waren und die das Herz an der richtigen Stelle haben, nämlich so wie du. Und die eine zweite Chance, einmal ruhig, die eine zweite Chance brauchen. Ja, ich muss übergehen. Und du hilfst ihnen. Verstehst du? Verlier nicht den Glauben. Das ist nicht alles scheiße. Verlier nicht den Glauben. Schreit mal mit. Haben Sie ihn? Ja, ich bin zufrieden, dass wir den Fall gelöst haben, dass wir die Täter so schnell ertappen konnten, dass die jetzt aus dem Verkehr gezogen sind und vor allem, dass der Auftraggeber jetzt endlich vielleicht Leute finden kann, die wirklich auch ehrlich meinen mit ihm.